seid nie schöner gsi, als ihr am Augenblick. Aber schon wenig später hat er bebebebet für einen Kick. Und habe das ganze Elend gesehen hat. Und es war mir auch wie eine Stimme von Gott, da kannst du nicht einfach vorbeilaufen, da ist etwas zu tun. Und ich habe es vor allem auch dadurch gesehen, dass mehr Menschen auf mich zugekommen sind und um Rat, um Hilfe gefragt haben. Und ich habe einfach gemerkt, Gott möchte mich da haben an dem Platz. Und Jesus hat mich dazu gerufen, da etwas zu machen. Wenn Sie jetzt das sehen, die Szene da, die Leute mit ihrer Droge, glauben Sie, sie haben da mit ihrer Botschaft irgendeine Chance? Ja, lange nicht bei allen, nur immer bei denen, die ansprechbar sind da drauf. Und das sind natürlich nicht alle, nicht alle wollen es, aber ich kann auch nur bei denen etwas machen, die noch einen Willen haben oder wo man motivieren kann. Aber ich kenne sehr viele, die ich konnte motivieren, wieder das Leben in die Hand zu nehmen und sich selber auch zu sich selber zu finden, auch zu Gott zu finden, das Leben mit Jesus zu machen. Und da kenne ich doch sehr viele, die es geschafft haben, auch wieder rauszukommen von dem Zeug. Ich bin der Bruder Benno, ich wohne seit einiger Zeit auf der Insel Werd, Stein am Rhein. Und am Montag, da gehe ich regelmäßig nach Zürich auf die Gasse. Am Anfang ging ich natürlich voll missionarisch, drückte jedem meinen Jesus-Prospekt in die Hand und sagte, hey, du musst nur an Jesus glauben, dann wird deine Welt wieder in Ordnung und er macht dich frei und Halleluja. Und ich habe dann schon langsam gesehen, dass es nicht so die Lösung ist. Meine Prospekte wurden dann für Drogen, zum Drogeneinpacken gebraucht. Jointsfilter wurden damit gedreht. Der Ansatz ist jetzt mehr, mir horchen, was die Leute brauchen. Wie es heute läuft, sieht man mal. Bin gespannt, was passiert. Vielleicht noch die vier Konzepte, die wir haben für den Verein Franziskanische Gassenarbeit. Der erste Punkt ist eben Präsenz unter Schwerstsüchtigen. Und der andere Ansatz ist die Prävention. Der andere Ansatz ist die Therapie, dass wir auch therapeutisch die Leute begleiten, vor allem auch nach der Sucht. Und der vierte ist Eigenentwicklung und eigene Gesundheit. Dass die Mitarbeiter wirklich, das gehört wesentlich dazu, selber gesund und einigermaßen fit zu bleiben, weil die Gasse ist so wie ein Wirbel, die könnte dich auffressen, weil da hast du endlos Probleme und da geht es darum, zwischendurch einfach Stopp zu sagen. Du bist schon lange hier auf der Langstraße. Wie lange schon? 20 Jahre schon. Von was lebst du hier? Ja, Almosen. Ja. Ah, du bekommst von den Menschen Almosen. Okay, dann lade ich dich jetzt ein ins Christenhüsli, einen Kaffee trinken. Das Christenhüsli ist eine Anlaufstelle, wo wir Menschen beraten, im Ausstieg, in den alltäglichen Problemen. Aber wenn sie wollen, können sie auch mit uns beten. Wir nehmen die Adressen auf. Wir versuchen, den Kontakt herzustellen. Gerade auch beim Essen können zwischen verschiedenen Kulturen und Welten Begegnungen stattfinden. Viele können nichts mit unserem Gebet anfangen und trotzdem unsere Hoffnung entspringt immer wieder aus dem Gebet, aus dem Glauben an Jesus. Andere kommen einfach und ruhen sich hier aus. Sie schlafen den Tag durch. Wir feiern natürlich gerne die Geburtstage. Es ist immer ein besonderer Höhepunkt, wenn wir das Happy Birthday singen. Für Menschen, die dem Tod verfallen sind, wenigstens das Leben punktuell wieder zu feiern. Dank freiwilliger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die kochen und putzen und abwaschen, können wir auch diesen Betrieb offen halten. Manchmal gehen wir auch zu den Leuten nach Hause, wenn sie im Elend und im Dreck drin nicht mehr über den Berg sehen und versuchen aufzuräumen. Das Evangelium sagt ja auch, Gott ist wie eine Frau, die das Haus putzt, um die verlorene Drachme zu finden. Andere kommen und wollen ein Kreuzchen oder ein Delfin. Andere wollen ein Buch, um zu lesen, etwas über Gott. Viele wollen auch ein Gebet, dass man sie wieder segnet. Und dann immer wieder unser Abendgebet, den Lobpreis, dass wir uns wieder ganz in Gott hineingeben, um auch unsere Seele zu reinigen, indem wir im Herrn uns freuen.
dann geht es immer wieder darum, die Leute zu unterstützen, dass sie selber die Sachen in die Hand nehmen, dass sie selber anrufen. Hallo, jetzt ist Primisort Sabine. Ich suche einen Platz für einen Entzug, also zum Entzug machen von Methadon. Ich wollte fragen, ob ihr recht Platz hättet. Oft sind es unglaublich viele Anläufe, die es braucht, mit Rückschlägen. Da braucht es immer wieder die Motivation, hey komm, wir gehen wieder ran, nimm den Telefonhörer, versuch's nochmals. Nimm einen positiven Gedanken, sprich ein Gebet, bevor du anrufst. Und schau, es wird gehen. Ich tue noch Prostitution aus. Mir ist es schwierig wichtig, dass ich zum Beispiel vor einem Mann arbeite. Ich bete ihm ins Vater unser und bete, lieb Gott, ich hoffe, dass ich am nächsten Tag noch leben werde. Ich darf dich heute besuchen in Münsterlingen, in der Klinik. Ganz kurz, erzähl mal so deine ersten Erinnerungen, wo du so vom normalen Weg etwas abgekommen bist. Es hat ziemlich früh begonnen, in der Schulzeit. Durch Freunde und durch einen Freund bin ich so über das Kiffen zum Heroin, Kokain, Speed, LSD. Wie alt warst du, als du begonnen hast? So 13, 14. Ich werde mir so schnell wie möglich in einer betreuten Wege einen Platz suchen. Ich weiß noch nicht wo. Und habe vor, ja, Zeit kann ich noch nicht sagen, aber irgendwann ambulant anfangen, das Methadon langsam zu reduzieren. Guter Gott, ich danke dir für Andrea, dass du sie bewahrt hast in diesem Abgrund, wo sie drin war, und dass sie sich jetzt schon wieder so gut erholt hat. Dass sie die guten Türen erkennt, dass sie die falschen Türen zulassen kann. Dass du uns Weisheit gibst, wie wir miteinander gut umgehen, möchte ich bitten um deinen Segen, um deine Führung. Komm, Herr Jesus, und komm mit deiner erlösenden Liebe und zeig uns die nächsten Schritte. So sollst du und alle hier im Stock gesegnet sein. Amen. Wir haben uns vorher getroffen, haben uns unterhalten, haben noch etwas Medikament gekauft. Für meinen Hals. Für deinen Hals, dass dir da ein Wissen aufs Zess reingeholt. Das war an dem Abend, wie ich so viel reingebiegen habe und ich so sauer war. Ich hoffe, ich krieg's noch weg. Also beim Arzt war ich schon. Ich kaufe für 200 Franken 5 Gramm Schuhe und dann verkaufe ich so 20er und 30er Piece und ja, kaufe halt ein halbes Gramm oder ein Gramm Koks, nicht jeden Tag. Ich konsumiere auch nicht jeden Tag. Ich habe das Methadon nebenbei. Und ich habe gehört, es gibt einen Schutzengeldienst von der Gassenarbeit. Das heisst, man kann jemanden ein Jahr lang unterstützen, indem man ihm gute Gedanken schickt oder für ihn betet zum Beispiel. Das heisst für Drogensüchtige oder zum Beispiel jemand, der im Gefängnis ist. Es ist eine ganz anonyme Sache. Man kann aber, wenn man will, kann man sich einen Preis geben und man kann zum Beispiel einen Brief schreiben oder Kontakt aufnehmen. Heisst nicht, dass derjenige sich dann auch melden wird, aber es können einmal vielleicht ganz gute Bekanntschaften entstehen. Ein weiterer Punkt bei unserer Gassenarbeit sind die verschiedenen Therapieansätze. Hier sieht man das sogenannte Familienstellen, werden oft auch Suchtfamilien angeschaut. Und die Ansätze sind immer kostenlos. Man kann eine Spende machen, wenn es möglich ist, aber sonst soll es ein Angebot von uns sein. Der Höhepunkt jedes Jahr ist sicher das Clean Open Air auf der Insel Werd, wo 2-3 Tage gesungen, gerockt wird, aber ohne Alkohol und ohne Drogen. Sogar die Leute von der Gasse kommen jeweils und versuchen 1-2 Tage Abstinenz zu üben. Ein weiterer Höhepunkt war sicher der Papstbesuch in der Schweiz, wo wir mit 25 oder 35 Leuten von der Gasse nach Bern fuhren.
Sie wollten einfach gehen, den Papst sehen. Sicher, sie waren nicht so katholisch wie wir, aber sie haben während der Gabenbereitung haben sie einen Joint gebaut und den dann während der Kommunionausteilung schön miteinander geteilt. Naja, der Weg vom Suchtalltag hin wieder zu einem Leben in Gott ist oft ein langer, langer Weg. Also meistens gehe ich anschaffen und einmal im Monat kriege ich 800 Franken für einen Monat. Das geht innerhalb von 3 Stunden in die, in die Drogen. Der Doktor soll es legal abgeben. Ja, gratis, logisch gratis, das wächst gratis. Das, da könnte man selber anbauen und selber produzieren, das wäre die beste Lösung. Die Breakouts, dass wir immer wieder ab und zu mit suchbetroffenen Menschen rausgehen und irgendetwas unternehmen, hier mal Gleitschirm fliegen, dann die Bergtour oder die Kanufahrt, da gibt es ganz verschiedene Sachen. Sie einfach weggehen von der Gasse, miteinander Kaffee trinken, sprechen und so können im Ausbrechen aus diesem Alltag können oft wieder neue Impulse in diese doch sehr suchtverkrustete Lebensbewusstsein hineinbringen. Wilden und wirren Gedanken, die man auf der Gasse antrifft, ist die Polizei stets unterwegs, um dieses Riesenchaos irgendwo in Grenzen zu halten. Aber oft ist mit allem immer wieder der Fluch des Todes. Es wird gefixt, gefixt, konsumiert, bis die Menschen oft einfach in der Auswegslosigkeit zu viele Drogen spritzen, Unfälle haben und sterben. Wir müssen sehr oft einfach mit der Frage des Todes fertig werden. Bye bye. Ciao, Benno.